Aus dem Dualseelenprozess auszusteigen ist unmöglich, weil er unsere Seele führt. Und weil er aus unserer Seele entstammt, wir können unsere Seele nicht ablegen und nur noch aus Ego bestehen, dann würden wir sterben. Der Dualseelenprozess packt unsere Seele beim Schopfe, nimmt sie in die Hand und ergreift sie, um Wahrheit zu erschaffen. Wahrheit, Wirklichkeit, Präsenz, das Echte. Letztlich zielt jeder Dualseelenprozess darauf ab, dass wir echt und authentisch werden und damit auch die Gesellschaft. Der Dualseelenprozess ist eine Art Wiederholung des Schöpfungsaktes. Wir werden noch einmal erschaffen, ähnlich wie Gott uns erschaffen hat. Vielleicht mit nicht ganz dieser Wucht, aber im Prinzip ist es dasselbe. Unsere Seele wird wie eine Skulptur freigehauen aus dem Gestein. Welches sie umgibt. Und daraus aussteigen? Wie soll das gehen? Besser gesagt, wer soll das wirklich wollen? Welche inkarnierte Seele soll das wirklich ablehnen? Diese heilige Gnade. Dennoch gibt es wohl kaum jemanden, der nicht schon es versucht hat, abzuspringen, weil man erschöpft ist, weil man sein Ego, wie gesagt, noch nicht aufgeben möchte oder kann. Wobei wir hier auch der Zukunft vorausgreifen. Denn der Abbau des Egos geschieht im Dualseelenprozess ganz allmählich, nicht von einer Sekunde auf die andere. Das würden wir gar nicht aushalten. In dem Vertrauen darauf, dass alles, was ab jetzt geschieht, ab der Begegnung mit der Dualseele geschieht, ganz eng und dicht vom Universum, von Gott, von den Engeln geführt und begleitet ist. Diese Versuche, den Dualseelenprozess hinter sich zu lassen, das Gegenüber also aufzugeben, können zum Beispiel so aussehen, dass man ihn brandmarkt als schlechten Menschen oder gar als falsche Dualseele, dass man seine verständlichen menschlichen Schwächen aufbauscht, wie durch eine Lupe betrachtet oder gar wie durch ein Mikroskop, dass man gewisse Verhaltensweisen von ihm, die darauf zurückzuführen sind, dass er noch Angst vor Nähe hat, persönlich nimmt, in dem Sinne, der will mich ja gar nicht. Also, kurz gesagt, man macht den anderen schlecht, um Distanz zu schaffen. Das Ergebnis wird davon aber immer sein, dass man sich selbst schlecht macht, zumindest sich selbst schlecht fühlt.
denn man ist jetzt hier nicht auf dem Weg der Wahrheit, sondern auf dem Weg der Abwehr. Und solche Wege der Abwehr, kann man sich vorstellen, sind wie kleine Abzweigungen auf der Autobahn des Dualseelenprozesses. Man wird aber nicht wirklich eine andere Spur finden können, auf der man nach Hause kommt, sondern man wird wieder zurückkehren in die Liebe. Denn bei dem Versuch, den anderen abzustempeln, wird einem früher oder später der Atem geraubt werden. Der andere verkörpert unsere Seele und wir können uns nicht selbst auf Dauer schlecht machen, ohne uns zu schaden. Es kann auch sein, dass man den anderen in so ein negatives Licht hüllt, weil dieser andere Mensch einen liebt. Und das kann man unter Umständen weder glauben noch aushalten. Was? Ich werde geliebt? Der liebt mich? Und dann ist es gar noch die eigene Dualseele, die einen hier liebt. Das heißt, dessen Gefühle haben eine maßlose Bedeutung für uns selbst. Und wir können es nicht fassen, geliebt zu werden, weil wir haben es möglicherweise, für alle, die das gilt, nicht erfahren als Kinder. Entweder haben wir es tatsächlich nicht erfahren oder die Liebe unserer Eltern war so zugedeckt, dass wir sie nicht wahrnehmen konnten, dass sie nicht fundamental wirken konnte auf uns. Manchmal kann es sein, dass sich die Loslasserin fühlt wie ein Kaninchen, das von der Schlange angeblickt wird. Die Schlange ist in dem Fall der Gefühlsklärer. So empfindet es die Loslasserin, so ist es selbstverständlich nicht. Denn ein wahrer Gefühlsklärer, eine wahre Dualseele wird uns immer mit den Augen der Liebe anschauen, ob er das selber will oder nicht. Und auf die Loslasserin, die das nicht kennt, wirkt das wie eine Gefahr. Vielleicht auch wie das Signal, dieser Mann will mich. Und wenn man hier beispielsweise in der Kindheit Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch erlitten hat, ist dieses Gefühl, von einem Mann gewollt zu werden, erschreckend, paralysierend. Wir können aber beruhigt sein, eine echte Dualseele wird uns niemals wollen, in dem Sinne, dass sie Besitz von uns ergreifen möchte. Eine echte Dualseele will einfach nur lieben. Lieben im reinsten, höchsten und besten Sinne des Wortes. Ich denke, wenn man akzeptiert, dass man im Dualseelenprozess ist, wenn man es voll und ganz annimmt, dann wird es auch viel leichter, wenn man sich sagt, aha, so ist das jetzt und ich schwinge mit, ich surfe auf den Wellen und lasse mich von ihnen nicht herunterspülen. Wobei es durchaus auch Wellen geben mag auf dem Ozean dieses Prozesses, die so überwältigend sind, dass man schon mal eine Weile mit dem Kopf unter Wasser gerät. Bei Triggern, die man absolut nicht voraussehen kann, zum Beispiel. Aber der Ozean hat
von innen heraus seine Eigenbewegung. Er wird uns wieder nach oben heben und es wird weitergehen, bis wir am Ufer angekommen sind. Und an diesem Ufer erwartet uns dann entweder unser geliebtes Dual mit einem Blumenstrauß in der Hand, oder es erwartet uns vielleicht auch ein anderer Mann. Aber die Erfüllung einer Partnerschaft können wir nur dann erleben, wenn wir dieses wilde und uns doch so gnädige Meer ganz und gar überqueren. Und ich grüße euch aus Deutschland. Keine Palmen, nicht eine einzige, nur in Blumentöpfen irgendwo.